die gleich im Anschluss kommt. Am Sonntag arbeiten. Was mache ich hier eigentlich? So. Ah, die Map gefällt mir. Ja. Richter gefallen mir vor allen Dingen. Hä? Wo ist mein Kollege? Ach, da ist er. Komm, komm, komm. Weiter. Wie deckst du den Fall mit sogar? Normalerweise sind wir so in so einem ultra langweiligen. Aber hier sieht es aus wie in so einem Waschraum. In so einer Hygienekammer. So. Hier muss man hingehen, um die Treppe da hochfahren zu lassen. Ah, genau, schieß ihn ab. Mach ihn fertig. Achso, und die Helfer sind resistent gegen Umgebung. Heißt also, die können unbegrenzt in dieser Säure rumlaufen zum Beispiel. Die tut denen persönlich gar nichts. Achso, und ja, diese Fenster, die sind von Protect Totality, also überall wo Fenster sind, gibt es normalerweise oft, also in der Vanilla Map gar nichts. Heißt also, man kann auch so da durchschießen. Das, was ich also gerade mache, ist also vollkommen gut. Für alle, die es wissen wollen. So, da ist noch ein Secret hinter. Na komm. Perfekt. Danke schön. Komm raus, ha? Da kann man durch die Strähne nicht durchschießen, oder was? Ist ja mal ultra. Scheiße. Na komm. Hallo? Aber... Leute! Das war mal schlecht. Oh. Arschloch. So. Hätten wir. Also langsam kriegen wir echt viele Raketen hier. Wir haben fast 100 Raketen, das ist schon gut. So, ich sollte mal etwas mehr von meiner Schrotflinte Gebrauch machen, denn meine, ja, meine Gewehre sind schon fast leer. Und eine leere Schnellschusswaffe ist keine gute. Alter. Übrigens, ihr könnt ihn auch mit der Leertaste anklicken. Dann bleibt er an der Position stehen. Und dann wieder Leertaste drücken. Dann geht er wieder in den Verfolgermodus, wo er einen verfolgt. So könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr mehrere habt, wo man kann durchaus mehrere von diesen Typen finden. Wie gesagt, man kann sie auch erschaffen mittels dem entsprechenden Befehl. Und da kann man dann praktisch doch schon relativ taktisch einsetzen und praktisch als lebendiges Sentry ganz benutzen. Dankeschön. Wow. Da sind Fallen hinter. Aufpassen, Leute. Ich werde also erstmal speichern. Ich habe noch gar nicht gespeichert. Ich muss echt mal dran denken, das zu speichern. So, dich schicke ich mal ganz kurz nach. Na, komm. Da?
So, du kommst mal ganz kurz mit. Du kommst mal. Liefen hätte ich nicht hier raus. Ach so. Gut. Ja. Komm. Hä? Ach, leck mich doch. Alter, wo wurde jetzt? Na, ah, scheiße. Ich wurde. Boah, Alter, helf mir doch mal! Ich hab mir schon Arbeitsgefährten, dann helfen die ja nicht mal. Ist schon hart unfair. So, hier mache ich erstmal die Kisten weg. Hier wird nämlich hart getroffen. Ich bin schon hart besoffen. So. Okay. Nein, da. Dankeschön. So. Ja, Secret hinter Secret. Ist somit die einzige Map, die sowas macht. So, hier ist auch noch ein verstecktes Versteck. Kopfhörer gerade rücken. So. Ah, hier ist der und da ist schon der zweite. Ja. Da hat sich ja schon mal wegteleportiert. Jetzt teleportiert sich hier in der Wette. Oh Leute. Was ihr macht, das uncool. So, das ist der eine. Worüber ist der andere ist? Ich will einem echt schon leid tun, wenn die so an ihr Bauch fassen wollen, so Schmerz. Das fühlt man immer fast mit. Oha! Scheiße! Ja komm, jetzt mach doch mal hin hier. Hat die ihn umgebracht? Ja doch. Da! Jeder, der weiß, was das ist. Alter! Heute ist mein Geburtstag! Decker! Heute ist mein Geburtstag! Ja! Gleich noch mal speichern. Also, das hier ist eine umgebaute AK-47, also fällt in die Kategorie, also ist halt, ja. Nutzt auch normale Pistole, Pistolenmunition, heißt also, wenn die Waffe leer ist, hat man noch eine andere starke Waffe, weil, wie gesagt, hat so Schießverhalten von einer AK, und das hier, naja, dazu muss ich wohl nichts mehr sagen, oder? Das ist eine fucking automatische Schrotflinte. Das ist einfach so awesome. Guckt euch die Waffen an, Digga. Ah, ich liebe Project Brutality. Ich liebe es. Ja. So müssen Waffen sein. So, was gibt's hier? Aha. Wo ist eigentlich der andere hin? Ich hatte doch. Na mal, hallo? Ich hatte doch. Ist der andere jetzt gestorben oder was? Oh, verstehe ich nicht. Achso, diese Typen können sich übrigens auch festbacken, dann hängen die irgendwo in der Wand drinne. Gerade wenn sie spawnen, können sie in der Wand spawnen und dann, ja, sind sie halt da. Wenn ihr das Level wechselt, heißt also praktisch, ja, ins Level geht,
kommt die aber in der Regel wieder mit. Heißt also, wenn der andere festgebackt ist, dann habe ich ihn im nächsten Level wieder. Wow. Der ist immer schön artig bleiben. Wow. Danke, dass du mich geschützt hast. Das hast du aber selber dafür Damage bekommen. Wow, hier ist ein Spektrum. Kommst du mal? Geht doch. Wow. Übrigens könnte die ganzen Waffen auch noch allesamt upgraden, also die meisten. Und das heißt, dass man bei der hier zum Beispiel ein 20er Magazin bekommt und vor allen Dingen auch ein Rundmagazin. Heißt also, man wechselt praktisch das gesamte Magazin aus, statt Patronen nachzuschieben. Es geht also wesentlich einfacher und schneller. Einfacher natürlich sowieso nicht, weil es ja ein Spiel. Wow. Danke. Wow. Ja, man sollte auch von ab und zu mal nachladen. Geht doch. Denn eine automatische Schrotflinte bringt nur dann was, wenn sie auch Munition hat. Ich hoffe, das ist weit logisch. Gut, mehr gibt es hier nicht. Schade eigentlich. Noch ein bisschen Munition einsammeln. So. Schade. Bin hier schon aufgefüllt. Brauche ich nichts mehr. Hä? Leck mich. Wieso hat er sich denn vor mich teleportiert? Ach, da oben ist der andere. Ach, ich habe ihn aus Versehen angeklickt. Na super. So viel für den da. So, das ist auch noch das letzte Secret. Gut. Dann machen wir mal einen schönen Abgang. Und sehen uns dann in den nächsten Map wieder. So. Ciao mit V.